We gon' put her all in. Yeah, can't take a loss. I don't trust you when you talk. You talk a lot. Acting like a zombie, copy how they talk. What's the drip? I don't think they dripping. $1,000 jeans. Tell me why they got the ribs then. All these rappers think they saucy. So, am Dienstag kam ja das neue Update und da war ja eigentlich nur dieser Revolver angekündigt. Aber der Revolver war ja das Unwichtigste am Update. Und zwar, wie ihr es alle mitbekommen habt, die alte Pump ist wieder im Spiel. Meiner Meinung nach macht das Spiel jetzt auf jeden Fall wieder viel mehr Spaß. Und dann gibt es auch hier dieses 14-Tage-Sommer-Event. Da kommt jeden Tag eine alte Waffe wieder ins Spiel für einen Tag. Zum Beispiel heute ist es der Vierfachwerfer. Bevor das Video beginnt, ich habe gerade gesehen, dass einfach über 50% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich nicht abonniert haben. Also ja, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, los geht's mit dem Video. Dann hier noch der neue Shop. Es gibt neue Skins. Finde ich eigentlich ganz nice, aber irgendwie ein bisschen komisch, dass sie nur in einer Farbe sind. Ich habe keine Ahnung, was das da an den Füßen sein soll. Aber naja. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten im Shop bei Unterstütze einen Creator meinen Creator-Code eintragen würdet. ArianeFN, dann annehmen. Und ich würde sagen, spielt einfach mal ein paar Runden den neuen Modus. Nutze sie mit Bedacht. Da bekommt man irgendwie nur Mats von Gegnern. Ich werde euch auch gleich mal sagen, welche Shotgun bzw. Pumpgun ich am besten finde und warum. Und ja, let's go. Alter, was ist das an den Füßen? Das sieht ja so komisch aus. So, liegt irgendwo eine Waffe. Oh, nice. Tja. Easy mit Spitzhacke. So, ist hier vielleicht noch irgendwo eine Kiste? Nee. So, wo soll ich als erstes hin? Da oder da? Easy die Wand bekommen. Alter, es macht einfach wieder so Bock mit der Pump zu spielen. Was ist der denn? Was? Er ist nicht tot? Endlich. Alter, es bockt einfach so mit der Pump. Also jetzt zur Frage, Combat oder Pump? Ich finde ehrlich gesagt beide gut, aber ich spiele lieber die Pump. Einfach nur wegen den One-Pumps, wegen den 200er Headshots. Also in vielen Situationen... Oh, ich habe ja voll viel Mats. Voll vergessen. Was? Ey, der Vierfachwerfer. So, nächste Runde. Also wo bin ich stehen geblieben? Bei der Combat. Also ja, wie gesagt, ich finde beide gut, aber... Alter. Also ich rede jetzt nur über die Pump und über die Combat. Über die Tag brauche ich gar nicht reden, das ist eh die schlechteste. Also ja, ich finde meistens sogar die Combat besser. Aber ich spiele auf jeden Fall lieber die Pump, die macht mir einfach viel mehr Spaß. Einfach wegen den One-Pumps. Oh mein Gott! Der stand einfach plötzlich neben mir. Das muss ein Headshot sein. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, welche Pump ihr besser findet. Combat oder normale Pump. Und was ich auch mega gut finde. Oh.
Also ja, was ich auch mega gut finde, dass halt jetzt zwei gute Variationen von Pumps drin sind. Also man hat halt jetzt einfach fast immer eine Pump oder eine Combat. Das ist schon echt gut. Jo. Ja, wow, was soll ich machen? 10 Leben. Da ist auch einer. Oh, nice. Aber es bringt mir jetzt auch nicht viel. Oh mein Gott. Alter, ich liebe die Waffe einfach so. Ach, da hinten. Da kommt Scheiß drauf, ich push ihn einfach. Das sind zwei. Für sowas ist halt einfach die Combat besser. Was? Alter, ich dachte schon. So, dann noch die Schlaggelbs-MP. So, dann. Ja, die Pump nehme ich noch. So, und übrigens, den Modus finde ich so nice. Also, man kann so keine Mats bekommen. Man braucht einmal nur Kills und dann hat man mega viele Mats. Das ist schon echt geil. Oh, da ist jemand. Alter, das liebe ich einfach so an der Pump. Ah, da ganz hinten ist einer. Und hier im Ball auch. Es hat nicht geschossen. Easy. Da hast du noch 4 Gegner? Und wieso hat niemand eine blaue Pump? So, komm schon noch mal raus. Nein. Was? Sommersieg?
Alter. Alter, gute Runde auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vielleicht nicht abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal.